Ich bin bereit. Der zweite Orden wird unser Leben jointen. Alright, Macholo. Wie bereits gesagt, Fußtritt, Karateschlag, Donnerschlag, Patronenhieb hat Adrenalin in und eine Beere. Und sogar die Zitrobeere. Das heißt, wir machen ihn erstmal Speedo, Loros. Bringt uns das was? Bringt uns das was? Ja, worst case. Oh, die Flinkklaue. Instant Pork, Digga. Und ich hab Beeren vergessen. Ich hab Beeren vergessen. Okay, okay. Okay, das ist nicht gut. Das ist eigentlich nicht gut. Vinja würde Gewissheit richtig Damage drücken, aber nee, ich mach einfach mal einen Doppelhieb. Wenn er nicht crittet, schaffen wir das. Oh, wir haben gecrittet. Und vor... Ah, er ist halt männlich, ne? Wir machen weniger Schaden. Oh Gott. Alright, wir müssen raus. Okay, dann gehen wir jetzt in Barbie. Den Resist... Ne, der ist neutral. Wir sollten trotzdem schneller sein. Wir sollten trotzdem schneller sein. Und der sollte tot sein. Yes. Alright, Makuhita. Makuhita. Feuerschlag, Fußtritt, Steinhagel, Surfer. Er wird jetzt einen Steinhagel machen. Da könnten wir in Robin gehen. Könnten wir an Robin gehen, ne? Tanken war ganz gut. Konfusion. Komm. Komm, komm, Robin. Future Schaden. Komm, Robin, bitte, 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 Robin. Yes. Alright, Scarabone. Scarabone. Er wird einen Nachthieb machen. Er macht einen Nachthieb. Alright, die labert alle nur Scheiße. Ich ignoriere mal wieder Chat. Natürlich war das ein Crit. Alright, wen heilen wir jetzt? Scaraborn ist männlich, das heißt Drachinator bringt uns nicht, da unsere Moves nur 50% des maximalen Schaden anrichten, also halbierten Schaden. Grimasse wäre nice, um ihn langsamer zu machen. Und eine Attacke tanken wir safe. Das heißt, ich heile hier Drachinator. Wir tanken keine Attacke, also Frieda stirbt jetzt, denke ich. Ah, das war ein Crit, aber egal, Frieda stirbt, glaube ich. Wir heilen Drachinator, gehen in Drachinator, drücken Grimasse, erst langsamer. Danach gehen wir... Ne, das bringt uns nichts, oder? Weil dann gehen wir in Barbie, kriegen Schaden Multischuppes weg. Wir greifen an, wir kriegen nochmal Schaden und sterben eventuell. Nur ist die Frage, tanken wir danach einen Nachthieb? Nein! Nein! Ich schließe mal eben Chat, ist mir wirklich gerade zu toxic, sorry.
Ich habe jetzt wirklich Chat geschlossen. Keine Ahnung, was sie schreibt. I don't care, Digga. Ich mach den Play, den ich vorhatte. Nice, Flink Low und Proc. Durchbruch. Holy shit, der Random Crit, Alter. Jesus fuck, das heißt, er wird nochmal einen Durchbruch machen. Dann könnten wir in Popo gehen. Ich kann natürlich mit Robin abfangen, aber der macht der Nachthieb und dann frisst das Popo eh. Lieber frisst Popo jetzt einen Durchbruch anstatt einen Nachthieb. Felsgrab. Alright. Es kann sein, dass er trotzdem schneller ist. Ist die Frage. Hypnose, Konfustrahl. Ich glaube, ich mache den Kung-Fu-Strahl für den Safe-Play. Hypnose ist mir zu 50-50. Popo tankt. Alright, zweiter Supertrank. Bitte hitte dich selbst. Danke. Confusion ist halt der Safe Play, aber Zywelle Max Roll könnte so huge sein, aber ich gehe für den Safe Play. Kein Crit. Alright. Das hat 3 Damage gedrückt, Digga. What do you mean? Ich riskiere es. Ich glaube, Barbie nimmt ihn aus der Range raus, oder? Ich hoffe es einfach. Jawohl. Alright, Meditier. Meditier, Meditation, Gift-Tip, Ableit-Tip, Psycho-Klinge. Das heißt, was jetzt kommt, ist entweder ein Boost oder ein Gift-Tip / Psycho-Klinge. Wir sollten schneller sein. Das Problem ist aber, er wird uns, denke ich, one-shotten. All in, I guess. Mir bleibt nichts anderes übrig. Junge Barbie, Alter. Holy fuck, Digga. Soll noch einer mal sagen, Plowder Guy ist nicht broken. Alright. Porenta ist, glaube ich, in dem Hack Kampfflug. Was kann Porenta? Doppelflügel, Gift-Hieb, Zerschneider, Ruckzuck-Hieb. Der wird jetzt Safe Call. Oh, wieder da. Einen Gift-Hieb machen, beziehungsweise Doppelflügel. Der Schneider safe nicht, weil resisted. Die Frage ist, was wird er machen, wenn er Doppelflügel macht? Kann ich nicht in Robin gehen. Mir bleibt nur Gabi übrig. Erstmal. Oder wir one-shotten ihn. One-shotten wir ein gebufftes Porenta. Wir gehen all in. Barbie war bis jetzt MVP. Wenn Barbie sterben sollte, ist es halt so. Let's go. Come on. 100-0. Junge, Plowder Guy ist so OP. Plowder Guy ist so broken. Holy shit. Holy shit.
Holy shit, so, ich habe den Chat wieder geöffnet. GG, jo, danke. Ey, ich hätte vielleicht maybe sogar von Anfang an einfach mit Barbie liegen können und Geschwätz spammen. Alright, wir haben nur Frieda verloren. Ist ein Verlust, den ich nehme, weil Nido King, beziehungsweise auch Nido Queen, und das würde ja, glaube ich, eine Nido Queen werden, lernt nur Attacken durch TM.